Genau wie ich die Kirschenzeit radikal ausgenutzt habe, nämlich 2 Wochen, weil ich total viel Kirschen gegessen habe, ist es jetzt mit Melonenzeit. Also ich esse jetzt auch zum Morgen hier so eine halbe Melone und ja, also Melone zurzeit, ich kann gar nicht genug davon. Aber die Saison und solange es Melone gibt, ja, sind Melonen totfressen. Und ja, auch scheiß drauf, dass jetzt nicht alle Nährstoffe drin sind in der Woche und so weiter. Es ist einfach Saison und ich, ja, ich sage nur Halbwertszeiten der Nährstoffe und damit ist alles geklärt. So, jetzt gibt's wieder eine halbe Melone. Ich wollte eigentlich diese Woche Wasser fasten, habe aber irgendwie nicht das Gefühl und ich weiß, das Gefühl muss stimmen und ja, also gibt's jetzt als zweite Mahlzeit eine Wassermelone. So, und jetzt zum Abend gibt es einen Topfsalat, weil die Schüsseln sind ein bisschen sehr klein, wenn man für den Salat satt werden möchte. Und da sind drin Gurken, Paprika, Tomaten, so ein Mischsalat mit rote Beete und Rucola und normalen Salat, Zwiebeln, Oliven und es sind noch solche eingelegten Pilze, die eigentlich pro Pilz in 4 Teile sollten. Das sind aber nur 2 Teile. Das heißt, da ist Koch ein bisschen geflammt. Naja, da werde ich nachher noch ein Wörtchen mit ihm reden. Jetzt eine halbe Melone. Und jetzt gibt es einen Smoothie. Da muss allerdings noch ein bisschen reingeknackt werden, weil das sind Möhren mit Grün. Das muss ja noch ein bisschen, aber ja, wie dem auch sei. Will ich ja nicht langweilen. Auf jeden Fall, das ging. Smoothie gibt es jetzt. 2,5 Liter. Ich habe geupgradet von 2 Liter zu 2,5. Und jetzt gibt es wieder eine neue Melone. Und jetzt gibt es mal keine Melone, sondern es gibt wieder Bananeneis mit Datteln und mit ja, gekeimten Buchweizen. Und ich habe heute mal wirklich so eine Prise Salz dran gemacht. Den Tipp habe ich von Hanna. Und ich muss sagen, das schmeckt echt gut. Einmal so eine kleine Prise Salz, Mann. Also ungefähr 10 Bananen, eine ganz kleine Prise Salz. Schmeckt genial. Ja, und das gibt's jetzt. Und jetzt gibt es noch Einlegegurken. Die werden immer viel, viel billiger verkauft als normale Gurken und schmecken viel intensiver und viel besser. Keine Ahnung, warum ja, das so ist. Aber auf jeden Fall, jetzt gibt es Einlegegurken. So, Bock auf Nudeln gehabt und Nudeln gemacht. Das ist Rogan. Ja, ich hatte einfach ganz, ganz großen Appetit auf Nudeln, habe noch eine Packung Nudeln gehabt und beziehungsweise noch ein paar Reste Nudeln, einmal so Spaghetti und einmal so Vollkorn, solche Vollkorn-Dinger hier. Und dann habe ich diese zusammen gemacht mit Gemüse, mit Zucchini aus dem Garten, mit Bohnen, tiefgekühlte Bohnen und mit Möhren und Zwiebeln angebraten, alles in Öl. Und ja, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, ein paar Gewürze dran gehauen. Und da gibt es jetzt so eine richtige, ja, so eine massive Nudelfalle. So, nachdem es ja gestern auch abends eine gekochte Mahlzeit gab, lege ich jetzt einfach mal ganz frech nach mit einer Packung Oreo-Kekse. So, jetzt ist Mittag und ja, Hanna ist bei mir und wir essen jetzt hier eine Basmati-Reispfanne mit asiatischen Gemüse und noch ein paar Mandeln drin. Und ich ohne Pilz. Und jetzt gibt es wieder ein Bananeneis mit Datteln und diesmal ohne Buchweizen. Einfach, ja, weil ich schon relativ viel Kalorien heute reingehauen habe und so ein kleines Bananeneis mit 5-6 Bananen sollte dann für heute genügen. Eine Handvoll Äpfel. So, und der Tag heute beginnt mit einem großen Salat. Das kann man immer so schwer abschätzen, aber also jetzt für euch, weil ihr das nicht seht. Da sind ja ungefähr 10 Tomaten drin, 2 große Gurken, 2 Paprika und 5 Zwiebeln. Und habe ich jetzt ungefähr gesagt und dann exakt gesagt? Naja, auf jeden Fall, das ist drin. Und dann mache ich jetzt noch Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer an und das wird dann ein leckerer Salat. Und jetzt gibt es einen Smoothie. Schön 2,5 Liter vollgepackt mit allen möglichen guten Sachen. Und nun gibt es einen Wildreis-Tomaten-Zwiebelsalat. Das ist einfach eingeweichter Wildreis über 4 Tage und Tomaten und Zwiebeln und das zusammen halt mit Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Und das letzte Mal der Woche ist eine Portion Bananeneis mit Datteln.